Dickels. Was sind Dickels? Hallo Leute erstmal. Dickels sind Aufkleber, die man aus dem Modellbaubereich kennt. Man sagt auch Nassschiebebilder dazu, habe ich gelernt. Das trifft es eigentlich ganz gut. Das sind quasi auf einer hauchdünnen Folie gedruckte Motive, die halt durch Wasser abgelöst und aufgeklebt werden. Die dadurch, dass sie so hauchdünn sind, extrem gut mit dem Untergrund verschmelzen, sodass es halt eben nicht wie ein Aufkleber aussieht, sondern eher wie irgendwas aufgedrucktes. Was besonders gut halt funktioniert bei schwarzen Motiven, die auf transparent gedruckt werden. Farbige Motive muss man wegen der mangelnden Deckkraft von allem, was quasi nicht schwarz ist, eben auf weißem Papier drucken, wie sowas hier zum Beispiel. Da wird es halt schwierig, da muss man dann halt logischerweise sehr eng am Motiv entlang schneiden, damit man halt keine weißen Ränder übrig hat. Schwarze Sachen, wie gesagt, sind sehr schön und gerade so Sachen, was man jetzt nicht unbedingt gut von Hand malen kann, wenn man nicht gerade sehr begabt ist, ist eine gute Sache, das mit Decals zu machen und von daher hoffe ich, dass ihr mit dieser kleinen Anleitung ein bisschen was anfangen könnt. Zu dem Papier, es gibt immer quasi, es gibt zwei Typen, transparent und weiß, ja, deckend, genau, halt eben nicht transparent. Nicht transparent halt hauptsächlich für Sachen mit hellen Farben, damit eben, würde man diese auf transparent drucken, wären sie quasi unsichtbar. Quasi je heller sie werden. Also man kann kein hellgelb auf transparent drucken, weil sobald man die transparente Folie vom weißen Deckblatt quasi löst, ist das Gelb quasi so gut wie nicht mehr zu sehen. Und wenn man das dann natürlich logischerweise auf einen dunklen Blaster versucht zu kleben, dann sieht man davon dann gar nichts mehr. Von daher braucht man da halt weißes Dickelpapier. Und dann gibt es nochmal einen Unterschied zwischen Tintenstrahler und Laserdrucker. Dickelpapier, was halt auch nochmal unterschiedlich ist. Ich selber habe jetzt einen Laserdrucker und beziehe mich jetzt auch hauptsächlich darauf, ich weiß nicht genau, wie es mit dem Tintenstrahler halt ist. Man hört halt immer wieder, dass wenn man halt die Decals ausgedruckt hat aus dem Tintenstrahler, dass man die erst mit Klarlack besprühen muss, damit sie eben halt wasserfest sind und sich halt die Farbe vom Tintenstrahler nicht löst. Das braucht man halt, soweit ich weiß und soweit es halt auch meine Erfahrung weiß, mit einem Laserdrucker nicht machen. So, ich würde sagen, ich stoppe jetzt mal hier an dieser Stelle, baue die Kamera um und dann gucken wir mal. So, das ist jetzt hier mein Deckel, das habe ich schon mal angefangen auszuschneiden. Das mache ich jetzt aber noch ein bisschen weiter. Man sollte da möglichst scharfes Bastelmesser für nehmen. Meins ist schon fast zu. Es geht aber hoffentlich noch. So, ich schneide das Ganze jetzt ein wenig grob. Das sollte eigentlich quasi schon funktionieren. Prinzipiell ist es immer sinnvoll, sich so Sachen immer in doppelter Ausführung auszudrucken, falls man sich an irgendwas an irgendeiner Stelle mal verschneidet, hat man immer noch mal Ersatz. So, jetzt kommt hier ein bisschen Wasser zum Einsatz. Das Ganze kommt hier, das kriegt die Kamera gar nicht mehr hin, so hell ist das. Einfach nur auf eine Fliese, irgendeine Platte, flache Platte reicht schon. Einfach ein paar Tropfen Wasser aus einer Einwegspritze. Deckel einweichen, vielleicht noch ein bisschen mehr Wasser, mehr Wasser. So.
Jetzt nicht unbedingt mit dem Finger einweichen, sondern mit so einem Schaschlikspieß aus Holz zum Beispiel. Und einfach warten, bis sich das Dekel beginnt vom Trägerpapier zu lösen. Na, wo bleibt die Schärfe? Da ist sie. So. Und zwar. Und zwar habe ich den Blaster jetzt mit Hochglanz Klarlack eingesprüht, damit die Oberfläche glatter ist, weil je glatter die Oberfläche, desto besser klebt nachher das Dekel, weil halt weniger Lufteinschlüsse darunter sind. Und zusätzlich dazu gibt es extra Kleber. Das ist der falsche. Dekel Fix. Das ist das Zeug. Das ist quasi der Kleber dafür. Das geht auch mit anderen Sachen, mit, einfach nur mit Klarlack. Zum Beispiel zum Aufkleben. Aber ich mache es jetzt hier mit, weil das Zeug einfach dafür vorgesehen ist. So, dann nehmen wir den Pinsel, machen das ein bisschen. So, und gucken mal, was unser Dekel so macht. Unser Dekel lässt sich nach ein paar Minuten Einwirkzeit jetzt schon sehr leicht von Deckblatt lösen. Deshalb nehmen wir jetzt das ganze Ding inklusive Deckblatt. Das kann ich jetzt leider nicht mit einer Hand, deshalb muss ich erst die Kamera umbauen. Nehmen das ganze Dekel samt Deckblatt und schieben es quasi an, ungefähr an die Stelle, wo es drauf soll. Das kommt dann hier hin. Dann nehmen wir ein Wattestäbchen. Machen hier Platz. Schieben das Dekel langsam in Position. So. Da ist noch ein Fetzen. Ja. Schon weg. So, dann schieben wir das noch weiter. Das können wir mal allmählich anfangen, es festzudrücken, um damit dann quasi die ganzen Bläschen zu entfernen. Der restliche Kleber, den kann ich gleich mit dem Schwämmchen absaugen. Ja, so sieht das eigentlich ganz gut aus. Der kann auch ruhig noch ein bisschen drauf bleiben. Der trocknet nachher so spurenlos ein eigentlich, dass man den eigentlich nicht sieht. Ja, schon mal wieder ein bisschen verrutscht. Und man sieht halt, dieses Nassschiebebild macht seinen Namen alles Ehre, alle Ehre. Das verrutscht nämlich ganz schön. Kann man hier eigentlich, ja, hier kann man sogar sehen, dass das Dekel mir an dieser Stelle wohl offensichtlich auch ein wenig eingerissen ist. Aber zum Glück nicht an der Stelle, wo halt was bedruckt war. So. Wenn das Ganze jetzt trocken ist, kann man dann mit dem nächsten Schritt anfangen, nämlich halt diese Nahtkante, wie man halt hier jetzt noch sieht, mit eben dem Dekel Medium noch weiter unsichtbar zu machen, weil eben dieses Dekel Medium löst prinzipiell das Dekel an und macht es halt noch dünner und noch dünner und noch dünner sozusagen, bis es halt eigentlich kaum noch existent ist sozusagen, löst halt die Kanten an und wenn dann Lack drüber kommt, der quasi so die letzten
Stücke quasi abdeckt, ist es eigentlich mit bloßem Auge nur noch aus nächster Nähe als Dikel zu erkennen. So sieht das aus. Flecken, wie gesagt, sind noch Reste vom Kleber. So. Ja, konnte man sehen, dass es sich jetzt vom Trägerblatt abschiebt. Schön. In die Nähe von der Stelle, wo wir es hinkleben wollen. Da. Aufziehen. Überschüssigen Kleber wegmachen und gleichzeitig vorsichtig hier die Luftblasen aus dem Deckel drücken. Man sieht halt, es verschiebt sich halt immer noch ganz hin. Und hier ist das andere. Schon ganz gut. Wir nehmen jetzt hier das Deckel Medium und tun ein bisschen was in so ein Einmal Schnapsgläschen, die ich immer super finde zum Farbenmischen und eben für solche Sachen. Das kommt dann einfach jetzt darüber. So. Mehr hilft da jetzt momentan nicht, weil es halt jetzt einfach bedeckt ist. Man kann das Ganze aber, wenn das getrocknet ist, einfach nochmal anwenden und nochmal anwenden und mit jeder Anwendung wird quasi das Dekel dünner. Ja. Wird schon. So, und auf die Art und Weise werde ich jetzt einfach noch mal ein paar mehr Deckel aufkleben und dann nachher zeigen, wie das Ganze dann aussieht, wenn es fertig ist. Das halt, wie gesagt, Deckel Nummer 1. Deckel Nummer 2, was offensichtlich noch Trocknungsbedarf hat. Und ja. Kommen noch ein paar weitere und mehr dazu in dem Schnitt. So, als Beispiel für ein schönes Dekel halt mal das hier, was ich aufgebracht habe. Das ist auch schon was älter. Das soll so ausgewittert sein. Aber man sieht halt eigentlich überhaupt keine Naht mehr hier an der Stelle. Und auch dem Kleeblatt unten am Griff. Also, es liegt jetzt nicht an der Schärfe daran, dass man eigentlich kaum eine Kante sieht. Da sind wir noch. Also, so kann das nachher aussehen. Und ich hoffe, dass der andere Blaster genauso aussehen wird. Ja, Leute, ich weiß, das war jetzt nicht unbedingt spektakulär, aber vielleicht hilfreich zu wissen und ja, viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal.